Am Wochenende schienen alle Segler auf dem Güstrower Inselsee aktiv. Denn überall tauchten Segelboote auf. Ob Opti, Pirat oder Ixilon, alle Bootsklassen schienen vertreten. Das hatte seinen Grund. Der Wassersportverein Güstrow 1928 e.V. richtete gleich zwei Regatten aus. Zum einen wurde die Piratenregatta um das Nebelbeil und die Finnregatta um die Nebelwelle ausgetragen. Mit am Start waren hier sogar zwei tschechische Piraten, zwei polnische Finnsegler und zwei Starter kamen aus Österreich. Die Gegebenheiten waren aber auch ideal am Wochenende. Sonne satt, Wind aus Ost, was will das Seglerherz mehr? Wettfahrtleiter Andreas Möller jedenfalls war zufrieden. Das ist das letzte große Ereignis für dieses Jahr, ja. Wir haben 33 Piraten, wir haben 10 Findingis, wir haben tolles Wetter, wir haben eine gute Windrichtung und wir werden den See voll ausschöpfen und werden dieses Mal das erste Mal auf dem dritten See segeln. Das Besondere ist, dass der See etwas kleiner ist als der zweite See. Der zweite See ist heute besetzt durch eine zweite Großveranstaltung für Kinder und Jugendliche. Und damit wir nicht ins Gedränge kommen, haben wir gesagt, wir segeln freiwillig dann auf dem dritten See. Und bei der Windrichtung ist das eigentlich gut machbar. Gleichzeitig wurde beim SV Einheit Güstrow der 12. AWG Nebelpokal ausgesegelt. Hier waren allein 25 Kadets am Start. Die Kinder und Jugendlichen kämpften also auch hier um beste Plätze. So war der zweite See den Kindern und Jugendlichen vorbehalten. Wenn es auch arg kalt war, so dicht an dem Gefrierpunkt, bessere Segelbedingungen hätten die Wassersportler wohl kaum haben können für ihr letztes großes Event in der Saison. Beide Clubs konnten alle Wettfahrten aussegeln. Ideal also.